Sarah Hawk, seht, was ihr getan habt. Sich auf den Sohn des Vicomte zu stürzen, einen reuigen Konvertierten, noch dazu in der Kirche. Ein unentschuldbares Verbrechen. Nun werden eure Herren bei den Kunari endlich bezahlen. Weshalb sie misstöten? Ihr wart immer eine Plage. Aber jemanden einfach so zu töten, ist selbst für euch Neuland. Er hat den Erbauer bewusst verleugnet. Wie viele wären ihm gefolgt, hätte das keine Bestrafung nach sich gezogen? Und dennoch wird selbst dieser Sympathisant des Feindes Rachegelüste wecken, wenn der brutale Mord an ihm aufgedeckt wird. Ihr werdet die Kunari nicht vertreiben, sondern es wird ein Gemetzel geben mit Opfern auf beiden Seiten. Das wahre Verbrechen bestünde darin, zu sterben, ohne geprüft worden zu sein. Die Leute brauchen die Chance, ihren Glauben zu verteidigen, und zwar zunächst gegen euch. Erringt eure Belohnung für dieses Leben und das nächste. Diese Ketzer müssen sterben. Boah, ey, weißt du das? Kämpft die jetzt bitte mit? Lass sie jetzt bitte mitkämpfen. Das gibt's doch nicht. Hier kämpft die wieder nicht mit, oder was? Ist sie dabei? Die ist schon wieder nicht dabei. Ich fasse das jetzt so langsam nicht. Also so langsam habe ich hier echt die Faxen dicke. Mutterpitschwiechen. Wenn die gleich hier zu töten frei ist, werde ich sie töten. Seht ihr, euer Gnaden? Verräter greifen den innersten Kern der Kirche an. Jeder ihrer Schritte besudelt uns. Der Tod lauert in jeder Ecke, junge Mutter. Wie ihr vorhergesagt habt. Und zwar genauso. Es hat ein Verbrechen gegeben. Vergebt mir, euer Gnaden. Aber ihr müsst die Wahrheit über das erfahren, was sich hier abgespielt hat. Behaltet euren Kunari-Schmutz für euch. Hier steht eine Hand der Göttlichen. Ich habe Ohren, Mutter Patrice. Der Erbauer würde sicher wollen, dass ich sie auch nutze. Sarah Hawk, richtig? Der Sohn von Vicomte Dumas ist tot. Er wurde hier in eurem Namen umgebracht. Das würde meinem Namen aber gar nicht gefallen. Patrice? Seamus Dumas war ein Konvertit der Kunari. Er kam hierher, um zu bereuen, und wurde ermordet. Eine bedauernswerte Lüge. Es ist eine List, euer Gnaden. Seamus wurde getötet, um das Volk gegen die Kunari einzunehmen. Hier geht es nicht mehr um einige Ungläubige in den Docks. Leute verlassen uns, um sich ihnen anzuschließen. Und wir müssen für sie beten, wie für alle anderen. Sie verleugnen den Erbauer. Und ihr mindert ihn, obschon ihr seine Seite für euch beansprucht. Andraste hat sich nicht freiwillig in die Flammen begeben. Sarah Hawk, steht da neben euch ein Hauptmann der Wache? Die junge Mutter hat in ihrem Urteil gefehlt. Ein Gericht wird über ihr Schicksal befinden. Die Kirche respektiert das Gesetz. Also muss sie das auch tun. Oberste Klerikerin? Oberste Klerikerin! Wir beschützen jene, die dem Kuhn folgen. Wir lassen die unseren nicht im Stich. Lasst Vicomte Dumas herbitten. Auweia. Das wird ja immer schlimmer. Mein Sohn. Im Herzen der Kirche, von denen, für die Vertrauen heilig ist. Welche Hoffnung besteht für die Stadt, wenn wir so gar nichts für die unseren tun können? Die Kunari-Bedrohung bleibt.
Der Arishok ist immer noch da, Exzellenz. Ihr müsst bereit sein, ihm entgegenzutreten. Das kann ich nicht. Ich habe bereits an der Stelle versagt, wo es am wichtigsten gewesen wäre. Bitte. Hawk. Lasst mich allein. Oh, weia. Es wäre gut, sie zu beseitigen. Oh ja. Attribute erstmal. Das heißt, ich kann den Dolch nehmen. Scheiß drauf, ob ich nur 16 Gesundheit habe. Das muss jetzt sein. Verschlagenes Unheil. Je klüger der Meuchelmörder ist, desto mehr Schaden verursachen kritische Treffer. Bang! Machen wir anders mal das. Bisschen davon. Oh Mann, bei anders, weil das ist wirklich einer der Charaktere, bei denen ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Barriere der Magier oder ein Verbündeter wird von einer Telekin... Bubble. So. Jetzt so. War hier noch eine Aufbesserung? Ja, doppelter Einschlag. Du kriegst Konsti hoch. Waffe und Schild. Schildwahl, Zerstreuung. Krieger greift einen bogenförmigen Bereich vor sich an und wirft Feinde zurück. Sturmschlag. Nehmen wir den Sturmschlag. So. Haben wir das auch schon. Tja. Das wird die Spannungen nicht mindern. Der Sohn des Vicomte und die Aggression der Kunari. Wenn auch gerechtfertigt, die Sache wird niemals enden. Hawk, ich dachte, es könnte warten, aber ich muss mich in eurem Haus mit euch unterhalten. Möglichst bald. Kein Thema, kein Thema. Wer würde es nicht tun? Ganz im Ernst. Dupuis anwesen. Gab es hier nicht auch noch diesen Orden da? Hawk anwesend? Ja gut, besser am Tag. Es wird echt immer schlimmer, also das geht ja nun wirklich zu weit. Das hier ist wichtig. Funkt nicht mit eurem selbstsüchtigen Geschwätz dazwischen. Kommt mal von eurem hohen Ross runter. Ich habe auch meine Probleme, wisst ihr? Was soll ich mir zu trinken bestellen? Und wer ist wohl der Vater? Oh, ihr Kleine. Was ist denn jetzt schon wieder? Hawk, der Arishok gewährt zwei Flüchtigen Unterschlupf, die zum Kuhn übergetreten sind. Er muss davon überzeugt werden, sie gehen zu lassen. Dank Petris fürchten ihn die Leute ohnehin schon. Wenn jetzt auch noch der Eindruck entsteht, er könne sich über das Gesetz stellen. Ich brauche eure Hilfe, damit die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Ich werde sterben. Na also, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein echtes Problem. Okay. Eins nach dem anderen. Moment. Wovon sprecht ihr? Erinnert ihr euch an die Reliquie? Die wegen der Castillon mich umbringen will? Ein Mann namens Schielaugen Sam hat sie. Wenn ihr mir helft, sie in meinen Besitz zu bringen, wird Castillon mich nicht töten. Ich bitte euch, ich versuche zu verhindern, dass sich die gesamte Stadt gegen die Kunari zusammenrottet. Nun ja, es gibt da vielleicht eine Verbindung. Wie bitte? Ich sage nur, dass uns die Reliquie vielleicht weiterhilft. Für irgendjemanden ist sie vielleicht wichtig, nicht wahr? Auf einmal fangt ihr an, verantwortungsbewusst zu werden. Verdammt. Hä? Moment, was? Was für eine Ist es eure Reliquie, Isabella? Seid ihr sicher, dass es die Reliquie ist, hinter der ihr hier seid? Ich habe mich schon seit einer ganzen Weile umgehört. Und dabei ist mir auch eine Beschreibung des Buches zu Ohren gekommen. Es ist das Richtige. Ein Buch? Ich dachte, ihr wüsstet nicht, was die Reliquie ist. Nun, ich weiß, dass sie ein Buch ist.
Mehr weiß ich allerdings nicht. Es ist in einer fremden Sprache verfasst. Um ganz ehrlich zu sein, welche Rolle spielt das schon? Es wird mich vor Castillon retten, also brauche ich es. Und das habt ihr gerade erst gehört? Wieso kommt das alles so plötzlich, Isabella? Sam hat mit Schwarzmarkthändlern überall in der Unterstadt gesprochen. Es war nicht besonders schwierig, das mitzubekommen. Was mich frustriert ist, dass er die Reliquie so lange behalten hat. Wer ist Schielaugen Sam? Erzählt mir von diesem Sam. Sam hat früher mit Martin gearbeitet. Ihr erinnert euch doch an ihn. Martin sagt, Sam sei wie eine Elster. Er nimmt sich Dinge, die ihm nicht gehören. Kein besonders vertrauenswürdiger Kerl. Seit Martin die Seeräuberei an den Nagel gehängt hat, ist Sam ein Herumtreiber. Wer sind Sams Käufer? Wer ist an dieser Übergabe beteiligt? Ein paar Magier aus Tevinter. Und ich bezweifle, dass sie über unsere Einmischung besonders erfreut sein werden. Ihr solltet also ein Schwert mitbringen. Oder 12. Wer sind die Flüchtigen? Wieso sollte irgendjemand ausgerechnet zu den Kunari fliehen? Es sind Elfen, die des Mordes angeklagt sind. Vielleicht denken sie, sie hätten nichts mehr zu verlieren und sind deshalb aus dem Gesindeviertel geflohen. Und wenn sie wirklich konvertiert sind? Ich weiß es nicht. Aber wie viele werden dasselbe versuchen, wenn ich es jetzt zulasse? Sie dürfen sich nicht einfach der Gerechtigkeit entziehen. Was wird geschehen? Ihr rechnet also mit Ärger? Nach dem, was mit dem Sohn des Vicomte geschehen ist, ja. Ich hoffe, die Kunari sind nicht auf einen Kampf aus. Ich hoffe, sie lassen vernünftig mit sich reden. Aber das werden wir sehen müssen. Also ich sehe jetzt keinen Zwang da drin, jetzt grundlegend direkt zum Arishok zu gehen. Das kann ich doch dann auch noch tun. Werfen zuerst Isabella. Wir müssen diese Angelegenheit mit der Reliquie klären, bevor wir uns um die Kunari kümmern. Ihr vertraut ihr wirklich so sehr? Vermutlich nicht. Ich würde es jedenfalls nicht tun. Sie werden nicht ewig im Areal abwarten, Hawk. Ich hoffe wirklich, das hier hilft uns weiter. Denn wenn nicht... Denkt ihr etwa, mir macht es Spaß, ständig an dieses Ding zu denken? Kommt schon. Die Übergabe findet heute Nacht in einer Gießerei in der Unterstadt statt. Wer hätte es auch gedacht? Seid ihr euch da sicher? Der Champion wurde gebeten, zu den Kunari zu gehen? Ich nehme an, ihr denkt, sie hätte das alles geplant. Wenn man bedenkt, wohin es geführt hat... Ach, kommt schon, Sucherin. Ich will Hawks Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber niemand hätte vorhersehen können, wie es sich entwickeln würde. Oder denkt ihr immer noch, ich lüge, um meine Freundin zu schützen? Einige Elemente eurer Geschichte ergeben Sinn. Und ihr hättet ansonsten nichts darüber wissen können. Da bin ich aber erleichtert. Das heißt jedoch nicht, dass ihr mir auch alles erzählt. Ich will, dass diese Geschichte erzählt wird. Ihr seid nicht die Erste, die eine völlig falsche Vorstellung hat. Ich glaube, so viel bin ich Hawk schuldig. So, wir machen das jetzt zuerst mit der Isabella. Das klingt nämlich... Ah, ihr seid zurück. Darf ich euch sagen, wie dankbar ich euch dafür bin, dass ihr seid, oh. Hier zu bleiben? Ha, blub, blub, blub. Meryl oder... Varric. Nehmen wir Meryl. So. Gehen wir zuerst zu Isabella Unterstadt. Bin ich ja mal gespannt, was das für so eine Reliquie ist. Und ob die uns wirklich helfen wird. Ah, jetzt kommen ja wahrscheinlich gleich wieder Schwestern, wa? Ein Hund. Hundelord. Okay, hier gibt es scheinbar Hundelords. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, die Hunde sehen immer noch so aus wie in Dragon Age 1. Alter Verwalter. In der Oberstadt gibt's die Schwestern, hier gibt's die Hundelords. Ist schon komisch hier das Ganze. Oh, Isabella.
Scheiße. Eine andere Freizeitbeschäftigung suchen sollen.